Joel Vermin, man sagt immer in diesen Playoff-Serien, gerade im Viertelfinale ist wichtig, dass man gut in den ersten Match reinkommt und wenn möglich gerade einen Punkt holt. Und das ist noch heute nicht gelungen. Warum nicht? Ja, ich glaube, heute hat ein bisschen Präzision gefällt. Sicher in der Defensivzone sind sie zu einfach zu Chancen gekommen. Zwei, drei Mal, daraus haben sie Kapital schlagen. Und sicher vorne haben wir sicher unsere Chancen gehabt, aber so ein bisschen der letzte Zwick gefällt. Ich glaube, wir haben es am Berra ein bisschen zu einfach gemacht. Wir haben ein bisschen zu wenig Zwick genommen. Und ich meine, es ist ein guter Goalie. Und der wird schwierig. Ich glaube, das müssen wir sicher ein bisschen besser machen in den kommenden Spielen. Was man sicher auch darf sagen, ist, dass mit dem Tanner Richard und Noah Roth, mit ihnen beiden, haben sonst in dieser Saison zusammen in einer Linie gespielt, haben natürlich so wichtige Spieler gefällt. Und der Patrick Gemmo hat dann auch probiert, mit euch wieder Blockwechsel zu machen, Impulse zu setzen. Was hat das für einen Einfluss gehabt? Sicher. Ich meine, die zwei, das sind grandiose Spieler. Wir würden natürlich nicht Nein sagen, wenn sie nicht verletzt wären. Aber ich meine, es ist, wie es ist. Wir können noch lange darüber rennen. Sie sind im Moment verletzt und wir müssen das Beste daraus machen mit der Mannschaft, die wir haben. Ich glaube, nach wie vor haben wir eine sehr gute Mannschaft, wo wir die zwei können sicher wegstecken. Und von dem her, ich glaube nicht, dass es an dem ist gelegen, dass wir heute nicht gewinnen können. Merci vielmals.